Vor wenigen Wochen überraschte Ralf Schumacher die Welt mit der Nachricht, dass er glücklich an den Mann seiner Träume, Etienne, vergeben ist. Jetzt gewährt der Bruder von Michael Schumacher in einem exklusiven Interview spannende Einblicke in sein Coming-out und teilt persönliche Gedanken. In der Show Hardenacke trifft, reflektiert der ehemalige Formel-1-Star über die unerwartet große Resonanz auf seine Offenbarung. Ich hätte nie gedacht, dass es so viele Menschen interessiert. Ich dachte, ich sei da eher aus dem Fokus. Auch wenn viele Kollegen und Teamchefs zu seinem Liebesleben befragt wurden, zeigt sich Ralf gelassen. Es tut mir leid, dass sie gefragt wurden, aber ändern kann ich es jetzt nicht. Der 49-Jährige ist überglücklich über die überwältigende Unterstützung, die er und Etienne erhalten haben. Es war sehr schön zu sehen. Zwar machte Ralf seine Beziehung erst vor kurzem öffentlich, doch seit 2 Jahren sind er und Etienne bereits ein Paar, wie seine gute Freundin Carmen Geis auf Instagram verriet. Endlich ist es raus, es ist einfach wunderschön, dass die beiden jetzt ihre Liebe leben, schwärmte Carmen. Bleibt dran für mehr spannende Geschichten und persönliche Einblicke.